Christoph Darbele. Wir sind am Ende der Medienkonferenz für das Institut, Forschungsinstitut Energie und Umwelt. Wie wichtig ist das Institut für den Kanton Wallis? Das ist eminent wichtig, weil das Wallis ist wirklich ein Stromkanton par excellence. Also wir sind Nummer 1 in Sachen Wasserkraft. Wir haben einfach ein enormes Potenzial, was erneuerbare Energie anbelangt, also Wind, vor allem Solar, Biomasse. Und da kann das Wallis also wirklich das Vorzeigemodell, das Laboratorium zum Atomausstieg. Also da hat die Schweizer Bevölkerung entschieden. Und wir sind in der Lage, das wirklich zu realisieren, indem man also die verschiedenen Kompetenzen von den Leuten, die die Energiespezialisten sind, Life Sciences Spezialisten mit Sozial- oder Wirtschaftsspezialisten zusammen, dass nicht jeder für sich denkt, aber dass man weg vom Silo-Denken einfach abkommt und einfach den Schritt vorwärts macht in Sachen wirklich zusammenarbeiten. Und da kann man einfach viel, viel mehr draus machen. Wie sieht das aus infrastrukturmäßig? Muss man da noch etwas bauen oder ist alles bereit? Es ist eigentlich sehr vieles bereit. Also wir sind dran auf dem Campus in Sion, also wirklich etwas zu bauen, das einmalig wird sein in der Schweiz mit der HESO. Also wirklich sehr praxisorientiert, die ganze Forschung- und Bildungsinstitution, die wirklich einmalig ist. Und nachher werden wir das zusammen machen mit dem Campus der EPFL. Also wir haben eigentlich die grösste Antenne ausserhalb von Lausanne, von der EPFL, mit ca. 400 Forscher auf 2021, ca. 17 oder 18 Lehrstühle, die im Wallis etabliert sind von dem EPFL. Und das alles zusammen, das gibt ein Potenzial von über 30 Spezialisten und Forscher. Und da gibt es dem Wallis wirklich die Möglichkeit, einen Schritt vorwärts zu machen in Sachen Digitalisierung, Technik, Life Sciences. Und das ist wirklich enorm, was jetzt am Laufen ist. Das klingt alles sehr vielversprechend. Wie sieht das mit Arbeitsplätzen aus? Werden dadurch auch noch mehr Arbeitsplätze geschaffen? Das sind Arbeitsplätze wirklich also mit hohem Wertschöpfung. Und das ist wirklich alles im Kontext setzen, dass die Industrie im Kanton Wallis die Branche Nummer 1 ist. Und da hat man so ein grosses Potenzial und das könntest du einfach im gleichen Kontext setzen mit dem Projekt von der Lonza, mit dem IBEX-Projekt. Und da gibt es einfach Hunderte von Spezialisten, die gesucht werden in den nächsten Jahren und die soll man sie ausbilden. Die dürfen nicht und die können nicht alle aus dem Ausland kommen. Das Potenzial müssen wir im Kanton Wallis nutzen. Und das ist eigentlich eine Investition in die Zukunft, in die Bildung und in die Forschung. Also kann man sagen, im Wallis sind genügend Leute da, die solche Positionen einnehmen können? Noch nicht. Und das ist absolut wichtig zu sagen, dass Fachkräftemangel herrscht in vielen Bereichen. Und da muss man einfach sensibilisieren, dass es durchaus gute Arbeitsperspektive gibt, wenn man sich für MINT-Berufe, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik interessiert oder Medizinberufe, Handwerker braucht man auch. Das ist eminent wichtig und wenn man diese Berufe wählt, dann hat man eigentlich mehr Chancen, Perspektiven zu finden.